Hallo YouTube, wir kommen wieder Lust auf ein weiteres Live-Blitz-Game hier auf Internet Chess Club. Suche etwa in 5 Minuten Auto-Pairing Pool. Ich eröffne hier sehr exotisch mit E3. Dann kommt schon natürlich G6. Das ist. Wo mache ich meinen Plan auf B3 gerade zunichte? Dann machen wir es halt anders. Mit einem Zwischenzug auf D4. Ich will auch die Diagonale. So. Mein Gegner ist von China. Interessant. So. Also, was haben wir da? Er tut sehr defensiv. Spielt sehr defensiv. E6 stört mich jetzt ein bisschen, sonst wäre er als irgendwann E5, Springer E5 da. Wie kann ich ihn dazu bringen, vielleicht D5 zu spielen? Weiß ich jetzt noch nicht, ob ich hier einfach normal weiterentwickle. Okay. Der hebt noch. Da kann er von mir aus haben. Okay, jetzt ist sein E6-Bauer ein bisschen im Schilf. Dann müsst ihr jetzt irgendwo entweder decken oder stoßen. Okay, hat er das gar nicht gesehen. Dann mache ich eigentlich die Gabel her. Mache da die Diagonale zu für den weißfeldrigen Läufer. Ah, jetzt ist Schach. Und zuerst zurück. Springer angreifen. Geht über die Decke. Ja, dann bietet sich ja der Springerzug an. Mit der Idee hier auf Schach. Ich sehe, ich bin da noch ein bisschen ziemlich weit gefesselt. Aha. Braucht noch ein bisschen mehr Material. Der da angreifen. Zao Jakin. Ich dachte, das ist wirklich chinesisch. Also, Zemmer. Ich muss irgendwie aus dieser Fesselung raus. Das gefällt mir da gar nicht. Und der Läufer kann sich dann auch wieder verziehen. Ich sehe gerade nichts anderes. Falls er hier die Linie wählt, dann wird der Schach kommen und als Kabel gerade gleichzeitig noch Damen angegriffen. Okay, er hat aufgegeben.
Das war eine sehr kurze Partie, aber interessant. Danke fürs Zuschauen und adios.